Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gelossbosse, zu diesem neuen Video. In diesem Video werde ich dir meine neuen Erkenntnisse von meiner Labocosmetica-Zertifizierung mal vorstellen. Ich war tatsächlich letzte Woche in Mailand, direkt bei Labocosmetica, habe mich dann nochmal zertifizieren lassen. Und wie gesagt, die neuen Erkenntnisse, die ich da erlangt habe, probiere ich jetzt hier, was heißt probiere ich aus, werde ich jetzt hier erst einmal anwenden. Und natürlich möchte ich sie dir auch nicht vorenthalten, aber erstmal guckst du mir so ein bisschen beim Polieren zu. Bis später. Thank you.
Ja, vielen Dank, dass du mir beim Polieren zugeschaut hast. Also, um welche neue Erkenntnis handelt es sich? Und zwar war ich ja, wie ich schon gerade sagte, in Italien bei Lavo Cosmetica in Mailand, durfte da zwei tolle Tage verbringen. Erster Tag Theorie, zweiter Tag bisschen Praxis und ja, da auch mit den Chemikern sprechen, mit den Anwendungstechnikern und so weiter. Ne? Natürlich haben wir auch einen Rundgang gemacht in deren Produktionsanlagen und sowas. So, um welche neue Erkenntnis handelt es sich? Und zwar ist es förderlich für Performance, Standzeit, man hat weniger Probleme mit Highspots und Halos, wenn man die Schicht, die unter dem HPC aufgetragen wird, also SAM, STC oder Blindo, wenn man die aufträgt und ohne Wartezeit das HPC direkt aufträgt. Normalerweise habe ich ja auch gesagt, macht das ganze Fahrzeug mit der Beschichtung, die unten drunter kommt, also SAM, STC oder Blindo, warte eine Stunde, also das wäre dann ungefähr die Zeit, wie man braucht fürs ganze Fahrzeug und ja, macht dann das HPC drauf, kannst aber auch einen Tag warten. Der neueste Erkenntnisstand ist, man soll nicht warten. Ist wie gesagt förderlich für Performance, Standzeit, weniger Probleme mit Highspots, Halos, wenn man das direkt aufträgt. Lavo Cosmetica sagt, man soll das Auto so in vier Teile unterteilen oder jetzt nicht einfach nur stumpf das Dach in vier Teile teilen oder so. Nee, ich erkläre es euch kurz. Und zwar soll man sich vier Bauteile aussuchen, oder nicht vier Bauteile aussuchen, aber Bauteile raussuchen, womit man dann am Ende des Tages das Auto in vier Teile teilen kann. Macht das Sinn? Hier jetzt beim EQS wäre es zum Beispiel, so mache ich es, Motorhaube, so dass diese kleine Stückchen vom Dach und der ganze Kofferraumdeckel. Das wäre für mich ein Teil. Das beschichte ich jetzt als allererstes mit STC. Danach warte ich nicht. Ich wechsle sofort zum HPC und trage das HPC danach auf. Dann gehe ich weiter. Dann mache ich die beiden Kotflügel, vielleicht die beiden Türen vorne. Auch direkt wieder mit STC, im Anschluss direkt wieder HPC drauf. Oh, wirklich keine Wartezeit, nicht erst am nächsten Tag oder so. Ja, das ist so die neueste Erkenntnis. Man hat dadurch ein paar Vorteile. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, boah, es ist ja schon 18 Uhr und ja, nicht mehr ganz so viel Lust, kannst aber schon mal einen Kotflügel und eine Motorhaube machen. Ne? Man hat nicht so, ich sag mal so diesen Druck, dass man das ganze Auto machen muss und ja, ich muss ja unbedingt jetzt noch das HPC ganz drauf machen. Ne, gar kein Problem. Kannst einfach nur ein Bauteil machen und danach sofort das HPC drauf. Was man wissen muss bei der Methodik, du solltest immer das gesamte Bauteil machen. Hier zum Beispiel der hintere Kotflügel ist verbunden mit dem Holm, der bis vorne zum vorderen Kotflügel geht. Der muss in Summe gemacht werden. Also den jetzt nicht irgendwie aufteilen, weil es sollte dann schon, ich sage jetzt mal nass in nass, also dass das nicht zu viel angetrocknet hat, das Coating, sonst hat man dann eventuell Übergänge. Und du weißt ja auch gar nicht, inwieweit warst du jetzt mit dem STC, bist du mit dem HPC weit genug drüber, über die Kante und so. Nee, das ist Quatsch. Deswegen Bauteile komplett machen, also die ganze Tür, der ganze Kotflügel, der ganze Holm, der ganze Kofferraumdeckel, das Bauteil immer gesamt beschichten. So werde ich dann jetzt erstmal anfangen. Vielleicht habe ich jetzt auch noch so ein paar Aufnahmen reingeschnitten, wo ich bei Lavo Cosmetica war. Kann gut sein. Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal hinfahren. Wir haben da schon einen Termin gemacht. Wir werden da ein paar Videos drehen. Es gibt da zum Beispiel ein sehr berühmtes Video. Ich will nicht zu viel verraten. Ich sage jetzt nicht welches, sondern wir werden es so ein bisschen anders machen. Natürlich in Deutsch. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Aber ja, jetzt erstmal auf so ein paar Bauteile STC drauf und danach direkt das HPC. Viel Spaß! Situation, dass ich STC auf dieses Bauteil aufgetragen habe, also den Holm mit den dazugehörigen hinteren Kotflügel. Ich habe ja gerade gesagt, du musst immer das gesamte Bauteil
beschichten, aber du musst es natürlich nicht in eins beschichten. Also mir wäre die Fläche jetzt ein bisschen zu groß, deswegen habe ich jetzt nur den Holm so bis hier beschichtet mit STC. Muss es jetzt natürlich abtragen, ne, klar. Und mach dann den Rest mit STC. Was natürlich auch bleibt, wie immer, Zwei-Tuch-Prinzip. Ein Tuch, um vorzuwischen, eins, um nachzuwischen. Essentiell wichtig. So, der obere Bereich ist fertig. Jetzt geht es an den unteren Teil. Ja, und dann mache ich jetzt tatsächlich noch auf der anderen Seite das gleiche Spiel und dann kommt direkt das HPC drauf. Meine lieben Glossboss, ich habe tatsächlich vergessen, Outro zu drehen. Also ich war dann so in der Arbeit hier vertieft, dass ich vergessen habe, die Kamera mal wieder in die Hand zu nehmen. Nicht schlimm. Der Wagen ist fertig, der wurde ja mit STC und HPC beschichtet. Das haben wir gemacht. Du hast hoffentlich eine neue Methode kennengelernt, wie du beide Produkte aufbringst. Also jetzt nicht das STC, das ist ja nur für die Zertifizierten, aber das SAM oder auch das Blindo. Felgen haben wir auch noch beschichtet. Da muss ich sagen, Scheißarbeit. Beading-Bilder habe ich auch gemacht oder so eine kleine Aufnahme hier auf der Motorhaube. Das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Wir haben aber auch mindestens 24 Stunden gewartet, bevor wir da das Wasser drauf geben. Also sind wir da safe. Gut, ich danke dir fürs Zusehen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ne, Moment mal, wenn du das Video cool fandest, würde ich mich echt freuen, wenn du jetzt mal einen Kommentar da lässt. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.